Hey, du hast dir jetzt deine Mutter Monika ausgesucht und möchtest auch gleich anfangen, weißt aber noch nicht so richtig wie. Und das Buch bringt dich auch noch nicht so richtig weiter. Und wann der nächste Workshop stattfindet, weißt du auch noch nicht so genau. Dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist René Wermke und ich bin Blueshaupt verrückt. Seit 2010 spiele ich jetzt live auf der Bühne. Und seit 2015 gebe ich Bluesharp-Unterricht, mit dem Schnitt ungefähr 200 Teilnehmern pro Jahr. Viel zu lange habe ich jetzt immer nur darüber nachgedacht, endlich meinen eigenen Bluesharp-Vlog anzufangen. Doch damit ist es jetzt endlich vorbei. Jetzt geht's los. Ihr habt eure Bluesharp parat, dann geht's auch schon los. Als allererstes, es gibt einen Unterschied, ob man einen Akkord spielen möchte. Das bedeutet also, man pustet durch mehrere Kanzeln gleichzeitig die Luft oder man möchte einen Einzelton spielen. Okay, wir beschränken uns zuallererst mal auf das Akkordspiel. Das heißt, wir wollen möglichst einen breiten Mund machen und die Lippen nach außen wölben. Also so. Okay, so. Das heißt, wir wollen möglichst viel Lippe auch auf das Instrument legen. Nicht so einen Mund machen und dagegen pressen, weil dann die Luft am Instrument vorbeigeht und nicht unbedingt durch die Kanzellen durch. So nicht. So schon. Okay. Probiert das ruhig erstmal aus. Das heißt, nehmt die Mundharmonika und legt möglichst viel Lippen auf das Instrument. Wir spielen Kanzelle 1, 2, 3 gleichzeitig. Und es sollte sich dann mit einer C-Mundharmonika so anhören. Okay, ihr habt schon gemerkt, ich habe da jetzt nicht wirklich viel Druck aufgebaut oder irgendwas ganz Spezielles gemacht. Ich habe einfach nur ganz natürlich die Luft durch die Mundharmonika fließen lassen, mehr oder weniger wie beim Atmen selber auch. Das heißt, das ist auch erstmal ganz wichtig. Am Anfang wollen wir möglichst natürlich den Luftstrom durch die Mundharmonika machen und nicht wirklich pressen oder irgendwas in dieser Richtung. Je natürlicher, umso besser wird der Ton. Okay, wenn ihr Probleme habt mit dem Ton und es hört sich irgendwie so an, dann stresst ihr das Instrument zu sehr. Das heißt, ihr versucht wirklich zu pressen. Gar nicht notwendig. Das ist eigentlich schon viel zu viel Energie, die ihr da gerade aufwendet. Und die ja, behindert uns am Anfang jetzt erstmal. Okay. So. Das heißt, wir nehmen erstmal die Mundharmonika, viel Lippe auf das Instrument, Loch 1, 2, 3 gleichzeitig. Und jetzt wollen wir den ersten Rhythmus lernen. Und eine Sache könnt ihr euch beim Mundharmonika-Spielen schon mal gleich merken. Euch sollte nichts peinlich sein. Das heißt, ihr werdet jetzt, wenn ihr euch wirklich ernsthaft mit dem Instrument auseinandersetzen wollt, werdet ihr Dinge machen, Geräusche machen mit dem Mund, mit dem Rachenraum, die man sonst so nicht im Alltag macht. Aber es sollte euch auf keinen Fall peinlich sein. Wie zum Beispiel das hier. Der erste Rhythmus ist der Da-Da-Ta-Ta-Rhythmus. Viele Blues-Harp-Spieler nutzen diesen Rhythmus eben auch in ihren Workshops und ich halte ihn für wirklich für den absoluten Einsteiger, das Beste, was man am Anfang machen kann. Man hat sofort Spaß und sofort ein Erfolgserlebnis. Wie geht das? Ihr nehmt die Mundharmonika in den Mund, genauso wie ich es gerade beschrieben habe, Loch 1, 2, 3 und dann sagt ihr da, da, ta, ta. Und wenn ich so mache, dann meine ich, ihr atmet ein. Wenn ich so mache, dann meine ich, ihr atmet aus. Das heißt, ihr macht. Okay. Da, da, ta, ta. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht wirklich die Vokale auch so deutlich durch das Instrument sprechen. Es ist einfach eher für den Kopf, dass man sich diese Rhythmik angewöhnt. Ja? Das heißt. Okay, und jetzt mit Mundharmonika.
Okay. So, und jetzt könnt ihr damit eigentlich schon mal anfangen. Der Heizlüfter. Also, ihr könnt euch zum Beispiel jetzt mal einen Rhythmus, ein Metronom nehmen. Ja? Ich mache hier mal eins an, gerade schnell. Und dann übt ihr einfach diesen Rhythmus mal. Okay, habt ihr schon vielleicht gemerkt, dass ich dann eine kleine Variation mit eingebaut habe? Das heißt, am Anfang wirklich da, da, ta, ta. Okay, auf jedem quasi Schlag des Metronoms. Okay. Ja, und damit könnt ihr eigentlich schon mal durchstarten und damit könnt ihr euch wirklich eine ganze Zeit lang beschäftigen, denke ich. Und auch schon mal die ersten Erfolge feiern. Denn wenn ihr das drauf habt, kann ich euch sagen, das ist das Fundament von allem Spiel, was danach kommt. Und ich will euch noch die kleine Variation zeigen, damit ihr auch gleich noch daran üben könnt, wenn ihr das schon könnt. Das hört sich doch schon nach richtig bluesiger Musik an. Also, und zwar der zweite Rhythmus, der dabei gespielt wurde gerade, den ich dabei benutzt habe. Ich habe einfach quasi in der gleichen Zeit den Durchlauf einfach zweimal gemacht. Also doppelt so schnell. Anstatt von habe ich gemacht. Ein bisschen zu viel für euch? Kein Problem. Erstmal den Anfang üben und dann kommt er zu dieser Stelle zurück. Ich bin sicher, das ist für euch auch kein Problem. Okay, also auf diesem Kanal gibt es zukünftig alles, was ihr fürs Blues-Harp-Spielen braucht. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Kanal oder schreibt einen Kommentar oder was auch immer. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald.